Boah, das war ja vielleicht knapp. Meine Güte. Sie haben alles, um das Gift herzustellen. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann jetzt drin kaum atmen. Hey, Hammond. Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Mist. Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. So, da haben wir es gehört. Wir haben wieder Luft und... gucken wir einfach mal, wo wir dann jetzt gleich landen. Wohin geht's? Wieder immer derselbe Weg, immer derselbe. Platt getreten, ne? Kack. Aber nichts funktioniert mehr, aber Bewegungssensoren funktionieren noch, oder wie? Mein Gott, hab ich mir jetzt erschrocken. Ich hab noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an lief die Luftqualität nach. Nein. Crawler, wie ich sie hasse. Die sind richtig unfair. Aber bringt mir jetzt ja auch nichts zu quengeln, also... gucken wir einfach mal, wo müssen wir lang? Da lang, schön da, wo gerade noch der Regenerator war. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Hey, ich musste sogar an den PC. Ich wollte einfach nur mal gucken, was da rauskommt. Giftkapsel, alles klar. Jetzt dürfen wir endlich da lang. Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Das kollektive Bewusstsein, das erinnert mich total an Mass Effect. Ich weiß gar nicht wieso, aber ist einfach so. Obwohl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich meine, das hatte da, spielte da auch irgendeine Rolle, aber naja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ich spiele hier jetzt nicht Mass Effect. Und schön viel Muni. Ich hasse es, wenn schön viel Muni kommt, weil dann habe ich immer so... könnte ich immer heulen, weil ich immer denke, dass ich die auch brauche. Dr. Chalice Mercer werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Diese Exemplare werden mit Ihnen zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Pracht auf dem ganzen Planeten verbreiten. Ich überlasse Sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen Sie sich dem Unausweichlichen. Oh, ach du heilige Scheiße, wie konnte ich denn damit rechnen? Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Lecker. Ja, mein Gott. Wie viele sind denn davon hier? Ja, ist mal gut, meine Güte. Will der Typ sich nicht regenerieren? Ist ihm doch sonst immer so. Wo ist der Lurker? Da ist der Lurker. Ich habe so das dumme Gefühl. Nicht, als ob mich jetzt gleich der Lurker killen will, sondern als ob der Regenerator wieder steht. Oh Gott, heilige Scheiße. Mal, ob ich den hier durchlocken kann. So, Gott sei Dank. Ach, das erste Mal muss ich echt lange kniffeln. Gott sei Dank weiß ich, wie man den außer Gefecht setzt. Oder auch nicht. Ha. Na super. Naja, okay. Plan fehlgeschlagen. Schnell wieder
raus hier. Da ist mein Freund, der Regenerator. Boah, Gott sei Dank respawnen die ganzen Viecher nicht. Da sind wohl die missglückten Schöpfungen. Oder die eingefrorenen. Wo ist er denn jetzt? Das ist immer das Schlimmste. Ja, kommst du mal... Och, der buggt fest. Ich glaube, ich mache dir mal die Tür auf. Ach ja, das funktioniert ja sogar. Nein! Das haut wieder nicht hin. So, jetzt aber. Hoffentlich. Ich sag mal lieber nicht. So. Jetzt ist es aber doch geschehen, oder? Gott sei Dank, da ist dieses Scheißviech. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt getötet habe, aber er ist auf jeden Fall außer Gefecht. Hoffentlich war das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Ja, dann mal ab zu den Hydrokulturen. Das ist die, wie soll ich sagen, sozusagen der botanische Garten des Schiffes. Viele Pflanzen. Ich denke mal, das ist das, was die Sauerstoffvorräte hier produziert oder sowas. Geld, Credits sind immer gut. Die Shops, da kann ich mir gerade, obwohl, da kann ich mir, ach, da kann ich sicher auch im nächsten Kapitel, kommt auch einer. So, ja, Kapitel, wo waren wir jetzt? Kapitel 6 abgeschlossen. Kapitel 5 abgeschlossen. Fortspeichern, ja klar. Immer wieder. Sicher ist sicher. So. Tut mir leid, wenn jetzt gerade so ein kurzes Geraschel kam. Ich musste mal ein bisschen mich bewegen. So. Angelangt in den Hydrokulturen. Sag mal, die machen hier so richtige Bahnhöfe. Ich bin mal ganz kurz still. Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. So, naja, kaum im nächsten Kapitel angekommen. Kommen, begrüßen uns wieder meine Lieblingsviecher. Ein Massenfriedhof und natürlich Horrorspieltoiletten. Fliegen. Alles Dinge, die ich liebend gern habe. Aber hey, wenigstens ein mittleres Medipack und... Nein, nichts und einfach nur ein mittleres Medipack, mit dem ich jetzt momentan nichts anfangen kann, aber... Ich weiß genau, ich werde noch froh drüber sein. Ich hätte schon mal gerne wieder einen neuen Anzug. Also, mal ganz kurz so, by the way, den coolsten Anzug kriegt man eh, wenn man einmal durch ist, meine ich. Der ist so weiß. Der sieht echt cool aus. Aber den werden wir hier in unserem Let's Play eher nicht sehen. Thema habe ich mit meinem Gott. Ich erschrecke mich jede 2 Sekunden hier. Ich bin auch echt schlimm heute. Ich weiß gar nicht, wieso ich so schreckhaft bin. Aber naja. Ist das... Oh, Hammond. Isaac, wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt.
Crew auf diesem Deck. Ich glaube, sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager, aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Es ist echt schön, mal einen Menschen ohne Blut zu sehen, wie hier. Und das ist... Na, einfach mal... nett in Gesellschaft zu sein. Aber jetzt merke ich in allen Horrorspielen, zieht man, na gut, in vielen, zieht man natürlich alleine los, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ich bin im Lebensmittellager, aber ich kann die Abschaltung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. So, gucken wir mal. Ach, der Leviathan, das... Da haben wir jetzt mal ein Wort gehört. Das bleibt uns jetzt erstmal ein bisschen im Kopf, hoffentlich. Ich meine, hier überall dieses Gewebe, wie man hier mal sieht. Durch die Scheiben. Das ist ja ekelhaft. Ach, ich muss gar nicht hier lang. Wo muss ich denn hin? Ach, hier ist ein Shop. Kann ich mir eigentlich die ganze Munition verkaufen? Ich brauche es ja eh nicht. So, alles klar. Die Luft kannst du behalte ich sicherheitshalber mal. Energiestrahlmunition. Strahlmunition. Ripperklingen. Brauche ich alles nicht. Ach, zwei Halbleiter Gold, das ist ja toll. Und jetzt gucken wir mal, Shop. Ich überlege gerade einfach, mir vielleicht mal ein paar Waffen zu kaufen, um euch die mal so vorzustellen oder zu zeigen, aber... Ach, wir haben ja noch ein bisschen Zeit in diesem Let's Play. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Könnte gut hinkommen. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammond noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Ja, ich traue dir nicht. Ganz einfach. Also das ist jetzt nicht, weil ich das Spiel schon durchgespielt habe oder weiß, was passiert, sondern einfach... Ich habe ihr von Anfang an nicht getraut. Ach, eine Werkbank. Ich denke, wir haben auch wieder Energieknoten, wo wir drauf, wo wir dran arbeiten können. Ja. Ich mach mal ein... Soll ich mal ein bisschen das Tempo hoch machen oder die Kapazität? Ja gut, mach ich mal ein bisschen das Tempo hoch. Also wie gesagt, ich behalte immer einen Energieknoten, falls mal solche Sicherheitsräume kommen, wo man nur im Energieknoten rein kann. So. Auf geht's nach oben. Also ganz ehrlich, in diesem Kapitel, diese Viecher, wovon gerade die Rede war, die Luft so verpesten, die Crew, wie Hammond sie genannt wird, die finde ich... Ich weiß nicht wieso, ich meine, die machen nichts Außergewöhnliches, aber die finde ich aus irgendeinem Grund ziemlich gruselig. Ich sehe förmlich, dass hier Luft hier drin schlecht ist. Und hier sehe ich direkt Munition. So, gucken wir mal. Ich muss hier längst. Lurker. Necromorphs. Alles. Ach du Scheiße, wieso kann ich denn nicht rückwärts? Jetzt geht's aber hier mal los.
So, nachladen, bevor der Gute mich trifft. So. Hat sich das schon mal mit denen? Energie, Geld, Credits. Credits und Geld, das verwechsel ich immer, aber ich meine, ist ja so ziemlich, naja, Credits sind ja eigentlich Geld, also spielt ja keine große Rolle. Mit dem Aufzug werde ich ja auch noch Spaß haben, ich erinnere mich. Was macht das? Nährstoffhass wird ersetzt. Hey, cool. Ja, erschreck mich doch nicht. Das ist aber, ach, werden ja immer wieder immer mehr. Ist ja noch einer. Ich habe mich schon gewundert, wieso das schon alles sein sollte. Ach, da kommt ja noch einer. So, jetzt war's das aber hoffentlich. Moment. Oh Gott sei Dank, ich dachte, jetzt mir wäre die Munition ausgegangen. Credits. Das Wunder ist. Hier ist irgendwo so ein Viech, wovon ich sprach. Das merkt man mit der Luftanzeige und da ist es. Bah. Da hockt es einfach nur und atmet. Und ich erlöse es einfach mal von dem Leid. Wenn das echt eklig ist. Bah. Zusammengewachsene Arme und Beine. Naja. Manche haben es halt nicht so gut wie ich. Und da hinten sehe ich schon wieder einen Lurker, der jetzt ganz schnell auch wieder bei mir angekrochen kommt. Ein Schuss, also ein Schuss, den ich getroffen habe. Mehrere Schüsse, aber naja. Ich höre schon wieder so. Ich wollte gerade schon sagen.